Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir sind mal wieder in Kalifornien unterwegs, denn einige wollten von euch sehen, wie der Königslachs in Trophäengröße geht. Also werde ich mein Glück versuchen. Die Theorie kenne ich auf jeden Fall, die Praxis auch, aber ich habe jetzt vorher keinen aufgenommen. Ich habe es versucht, aber habe ich auf die Schnelle nicht hinbekommen, und bevor das jetzt hier wieder noch später wird und ich das Video nicht mehr rechtzeitig gerendert bekomme für morgen, nehme ich das jetzt einfach auf und guck mal, ob in der Aufnahme einer beißt. Wenn nicht, dann kennt ihr zumindest die Theorie und könnt es selber versuchen. Also schauen wir mal, ob es klappen wird. Zum Ersten werden wir zu diesem Spot hier gehen und gleich den Tag vorspulen, denn wir brauchen einen sonnigen Tag. Wir werden die von 7 bis 8 Uhr morgens beangeln. Denn da ist die Beißzeit von den Trophäen. Ob die außerhalb dieser Zeit beißen, weiß ich nicht. Und an wolkigen Tagen habe ich auch absolut keine Ahnung. Ich kenne nur sonnig 7 bis 8. Das klappt auf jeden Fall. Das heißt aber auch nicht, dass man die garantiert fängt. Ich habe es gerade schon 3 Tage versucht und nix. Also nichts gefangen nicht, aber ich habe zumindest keine Trophäe gefangen. Normale schon. Aber gut. Was soll's? Erstmal gucken wir uns das Inventar an, denn da ist unser Equipment, was wir nutzen werden. Das ist hier unsere Phoenix 450, wieder die Exterminator 5500. Pose, 4-0er Haken, große L-Ritze. Ihr könnt auch den Shiner nehmen, ist auch kein Problem. Andere Köder weiß ich nicht. Die beiden auf jeden Fall. Und eine Fluoroschnur. Ich hatte es gerade noch mit Geflochtener versucht, aber da habe ich extrem viele Films bekommen. Weiß ich nicht, ob die den loslassen oder so, weil die Schnur sehen. Mag sein, ich habe jetzt auf jeden Fall die 028er Geflochtene drauf. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn der Drill etwas länger dauert. Weil das Timeout gibt es da nicht mehr, also null Problemo. Ist nicht mein Ernst. Ich sehe gerade, dass ich jetzt halt in der falschen Tiefe geangelt habe. Dann kann ich natürlich auch keinen fangen. Also auf 60 cm beißen sie natürlich nicht, sondern auf 110 cm. Herzlichen Glückwunsch an mich selber. Da habe ich wieder 3 Tage verschwendet. Vielleicht beißen die auch auf 60 cm. Kann natürlich sein, aber ich habe auf jeden Fall keinen gefangen. 110 ist auf jeden Fall die sichere Alternative, die wir jetzt auch verwenden werden. Also gucken wir mal, ob es dann klappen wird. Ihr könnt auch durchaus den Crank benutzen. Hatte einer von euch bei Facebook geschrieben. Aber wenn ich mich nicht alles täusche, war der Name Dummer Ingame. Auch ein sehr kreativer Name. Der hat mir geschrieben, dass man den Köder durchaus auch benutzen kann. Lachs habe ich damit gerade auch schon gefangen. Mit dem Crankbait außerhalb der Zeit. Also mit dem roten Größe 3.0 hier kann man die Lachse auch fangen. Auch am selben Spot, wie wir gleich mit der Pose angeln werden. Aber da wir nur eine Ingame-Stunde Zeit haben und ich dem Goldköder hier wesentlich höhere Chancen zumesse, werden wir mit dem angeln. Und schauen mal, was wir da rausziehen. Wir werden an den Spot hier gehen und deshalb machen wir das jetzt auch. Dann spawnen wir hier schon. Ich habe noch die falsche Route in der Hand. Und dann laufen wir erstmal nach vorne und vergessen natürlich nicht, den Tag vorzustellen. Na, Fisch. Ja, kann eigentlich, stell dich irgendwo hier hin. So, und dann Tag weiter. Zack. Und Verlänger machen wir natürlich auch. Ja, nichts gefangen, weil Wolken. So, und dann werfen wir hier hin. In die Zone hier. Hinter diesen Felsen hier, denn da stehen die Lachse, die wir haben wollen. So, 27 Meter ist ganz okay. Also wenn ihr so 24 bis 30 Meter werft, dann seid ihr eigentlich gut in der Zone drin. Und der Köder wird jetzt hier nach rechts getrieben, gleich von der Strömung. Deshalb setze ich mal ein bisschen weiter links an. Denn der wird dann sowieso rechts rüber gedrückt. Und meistens, wenn man den Balken nicht richtig trifft beim Auswerfen, dann verzieht er sowieso nach rechts. Also seid auf jeden Fall in Sicherheit, wenn ihr etwas weiter nach links zielt.
Und dann heißt es nur noch abwarten und hoffen, dass ein Fisch vorbeikommt und sich den Köder schnappt. Ihr werdet auch relativ wenig Beifang haben. Ab und zu vielleicht mal so ein Schwarzbarsch, wenn er das Maul weit genug aufbekommt. Aber so eine Stahlkopfforelle oder ein Streifenbarsch habe ich da mit dem Köder bis jetzt noch nie gefangen. Man soll natürlich niemals nie sagen, aber auf jeden Fall schon extrem selten, dass das mal passiert. Von daher ist es zumindest ein relativ sicherer Lachsspot und da könnte es durchaus klappen mit dem Trophäenlachs. Wenn wir uns gleich nach rechts drehen, beziehungsweise ich kann das mal eben kurz machen. Ganz vorsichtig. So, jetzt sehen wir zwischen Pose und Powerleiste auch ein Stein. Und ihr könnt auch links von den Stein werfen. Da stehen die Lachse auch. Ich glaube, da gibt es sogar Trophäen. Allerdings habe ich da noch keinen gefangen, weil ich immer hier links angel. Das heißt aber nicht, dass es da keinen gibt. Das ist einfach ein quantitativer Aspekt, der da mit Sicherheit zur Geltung kommt. Weil wenn man immer links angelt, kann man rechts schlecht was fangen. Auch wenn das links gerade genauso läuft. Aber trotzdem vertraue ich eher der linken Seite als der rechten. Wahrscheinlich auch, weil es weiter weg ist und die Strömung da nicht so schnell aussieht, als wenn ich den nach rechts werfe und der direkt abtreibt. Aber hier bekommen wir jetzt erstmal gar nichts. Oder doch, da haben wir einen. Ein Biss kommt und der zieht ab. Und dann werden wir den jetzt mal ausdrillen. Und gucken, was wir da gehakt haben. Ist auf jeden Fall schon mal ein Lachs. Das hören wir ganz deutlich an der Bremse, denn Schwarzbarsch, auch wenn ich eine Fluro drauf habe, die nicht ganz so viel Tragkraft hat, wird die Bremse nicht so beanspruchen. Deshalb werden wir den jetzt hier mal ausdrillen. Und dann haben wir zumindest schon mal den ersten Fisch in der Tasche. Aber ich glaube, für eine Trophäe kämpfte leider auch etwas zu wenig. Denn wenn wir uns da an die anderen Fische erinnern, zumindest die Hechte in Michigan, die haben auch so um 13 Kilo und die Trophy Muskies, da war schon ein bisschen mehr Action. Wobei man das jetzt natürlich nicht vergleichen kann, weil ich jetzt hier die Bremse offen habe und eine dünnere Schnur drauf. Aber glaub nicht, dass der hier ausreichen wird. Wir können uns den mal kurz angucken. Der müsste da vorne schwimmen. Aber das sieht auch nicht allzu groß aus. So, und da haben wir ihn auch schon. Und 6,6 Kilo Königslachs ist es geworden. 231 Erfahrungspunkte immerhin gesammelt. Packen wir natürlich ein. Und versuchen unser Glück erneut. Ja, 26 Meter passt. Wie gesagt, ihr könnt auch ruhig die Shiner nehmen. Kostet halt kein Gold. Aber ich würde jetzt hier fürs Video die großen Erritzen nehmen, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass der Goldköder nochmal eine größere Wahrscheinlichkeit hat auf eine Trophy. Ob so ist, wissen natürlich nur die Entwickler. Aber Einbildung ist natürlich auch eine Bildung. Also versuchen wir es damit weiter und schauen, ob es klappen wird. Der nächste Biss kommt auf jeden Fall. Die Lachse sind also da. Gucken wir mal, ob der auch hängt oder ob der sich wieder verdünnisiert. Ja, das tut er. Der hatte also keinen Hunger auf große L-Ritze. Aber wo einer ist, ist hoffentlich auch noch ein weiterer. Und wenn nicht, müssen wir halt nochmal neu auswerfen, aber
Da werden wir uns noch ein bisschen Zeit mitlassen. Ein bisschen darf der Köder noch wegtreiben vom Spot. Da werden schon ein paar Lachse noch rumschwimmen. Ansonsten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Denn vom Event habe ich, glaube ich, alles gezeigt. Fische auch alle. Es sei denn, es gibt irgendwo neue, die ich nicht mitbekommen habe. Ich könnte nochmal den Wels am Tag versuchen oder so mit Schnittködern. Dass man mal gucken kann, wie man den normal fängt, wenn das Nachtangeln rausgepatcht werden sollte. Aber ansonsten könnt ihr gerne Wünsche äußern, was ihr gern hättet, dass ich zeige. Ich muss ja nicht mal was zeigen, ich kann ja auch einfach nur spielen und ein bisschen was fangen. Aber hier haben wir wieder den Philbis gehabt und jetzt sind wir schon etwas weiter weggetrieben. Also werde ich mal kurz reinholen und neu auswerfen. Denn eine halbe Ingame-Stunde ist schon wieder rum und wir haben natürlich nur noch die restliche halbe Stunde Zeit bis 8 Uhr. Die wollen wir nicht verschwenden. Also auf ein neues mit hoffentlich ein bisschen mehr Glück, was die Verwertbarkeit der Bisse betrifft. Ihr könnt auch noch größer einen Haken nehmen, also 6-0 ist auch kein Problem, wenn ihr auf Trophies aus seid. Die haben schon ein großes Maul. Aber ich werde jetzt bei 4-0 bleiben. Und da kommt der nächste Biss. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der ist schön hell, kräftig leuchtend. Wenn er jetzt noch hängen bleiben würde. Ja, das jedes Mal, wenn das kräftig leuchtet, dann versemmle ich den Anhieb. Das ist echt ärgerlich. Das ist mir vor der Aufnahme auch schon zweimal passiert. Da hat man immer kurz die Hoffnung, ah, vielleicht könnte das einer sein und dann bleibt der nicht hängen. Schade, schade. Oh, da war sogar ein bisschen weit links geworfen. Aber macht nichts. Treibt er rechts rüber. Also lass man den jetzt erstmal so. Na, ärgerlich. Den Fisch hätte ich echt gerne gesehen. Nehmen wir den hier. Aber da sehen wir schon, der leuchtet auf jeden Fall nicht so kräftig wie der gerade. Nur wenn die Pose mal am Zupfen ist. Ja, und der bleibt hängen. Das ist natürlich super, dass wir den kräftigen verhauen. Und den hier dran behalten. Aber egal, Fisch ist Fisch. Und wir können uns jetzt einreden, dass das eine Trophy war. Also könnt ihr mir jetzt auch glauben, dass es da Trophys gibt. Insofern war das jetzt auch gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir nochmal, was der hier zu bieten hat. Aber der ist auch nur ein normal großer 6,5 Kilo Lachs. So, gleich haben wir ein paar Meter noch. Na komm, auf den letzten Meter brauchst du jetzt auch nicht mehr wehren. Komm schön rein. Und da ist er. 6,35 Kilo in die Tasche mit dir. Und Köder wieder schön raus. Damit wir hier die Zeit noch ordentlich nutzen. Muss das jetzt hier mal ratzfatz gehen. 26 passt. Und jetzt beten und Daumen drücken. Vielleicht fange ich danach noch ein, nach der Aufnahme. Und kann ihn doch noch hinten dran schneiden, aber ich weiß, ich glaube, es kommen auch ein paar Wolkentage noch. Also mal gucken, ob ich das noch schaffe, bevor ich das Video zum Rendern reinpack. Ah, der will wieder nicht anbeißen.
Jetzt könnte mal langsam einer kommen. Sonst wird das hier knapp mit der Zeit. 7:43. Der Blick geht immer voller Angst nach oben links. Zeitdruck ist nie gut beim Angeln. Aber da tut sich auch schon wieder gar nichts. Tote Hose. Ah, da kommt noch mal einer. Gucken wir mal, was das wird. Leuchtet eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja, bleibt aber auch nicht hängen. Also von daher, nichts verpasst. So, ich warte nochmal bis 10 vor und dann mache ich nochmal eine neue Rutsche. Und hoffe, dass da vielleicht noch was geht. Blöd wäre natürlich, wenn es noch einer anbeißt, der klein ist und uns die Zeit im Drill raubt. Aber ich habe ja immer noch die Theorie, dass wenn wir vor der Uhrzeit reinwerfen, also um 7:59 Uhr, dann kann trotzdem noch um nach 8 einer beißen. Habe ich zumindest manchmal bei Unix gehabt. Wenn ich dann kurz vorher noch reingeworfen habe, dass der Biss dann irgendwie so 5 nachkam oder so. Und danach aber auch nie wieder. Also wenn ich dann um 6 nach wieder reingeworfen habe oder so, dann die ganze Stunde wieder nix. Also kann das durchaus sein. Ja, und ich laber hier und verpasse natürlich die Uhrzeit, in der ich wieder rein und werfen und auswerfen wollte. Also kann das schon durchaus sein, dass das tatsächlich der Fall ist, dass man zumindest noch die Chance hat, solange man früh genug... Ja, und ich fand das auch natürlich hier den Wurf. Solange man früh genug wieder reinwirft. So, jetzt aber... fliegt mein Freund und bring uns den Lachs. 27. Ja, komm, lass ich. Kurz überlegt, ob ich auf 26 oder 25 mal runterhole, aber das wird schon hier passen. Jetzt werden wir noch hier warten. Hier kommt noch mal ein Biss. Ja, ist auch gar nicht ganz gut. Jetzt sollte er mal vielleicht mal hängen bleiben. Zur Abwechslung. Volle Konzentration. Und der hängt. Und zumindest die ersten drei Züge haben sich nicht so schlecht angehört. Gucken wir mal, wie der sich jetzt im Drill verhält. Aber das sieht schon wieder relativ schwach aus. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den noch vor 8 Uhr rein. Oh ne, das sieht glaube ich nicht gut aus, wird vor 8 Uhr. Aber vielleicht ist das hier schon der Trophy. Auf jeden Fall macht die Bremse jetzt ganz schön Rabatz. Boah, könnte man tatsächlich Glück haben, oder? Wie sieht das hier aus? Also, ich habe noch nie einen normalen dran gehabt, der so ein Terz hier macht eine Rolle. Ich glaube, Leute, das könnte tatsächlich was werden. Leck mich am Arsch. Ja, aber ich sage immer nicht zu früh freuen. Noch kann hier alles passieren. Der Fisch kann abfallen. Kann Connection Lost bekommen oder was weiß ich, oder das ist einfach nur ein Trophy. Ach, ein Trophy wäre schon normaler, der hier gerade Spinat gegessen hat und meint, jetzt muss er richtig Dampf machen. Also erstmal schön ausdrillen hier. Aber wenn wir das schaffen, haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, dass das hier der Trophäenlachs ist. Also doch mal kurz vor Ladenschluss einen dran zumindest. Das können wir, glaube ich, schon mal festhalten, dass das auf jeden Fall einer ist, so wie der hier abgeht. Also werden wir auf jeden Fall schon mal festhalten können, dass zumindest die Methode klappt. Wenn wir den jetzt noch aufs Bild bekommen würden, wäre es natürlich noch besser. Alleine fürs Thumbnail schon.
Sonst muss ich ihn wieder vergrößern. Und keiner glaubt wieder, dass man die dann so fängt. Aber 10 Meter haben wir schon gewonnen. Also glaube ich, dass der langsam müde wird. Und wir den gleich auch zu sehen bekommen durch das Wasser. So, 15 Meter noch. Wenn er jetzt gleich auftaucht oder in Oberflächennähe kommt zumindest, dann sollten wir den Unterwasser auch schon erblicken. Ich schiebe mal ein bisschen links rüber, aber die Pose ist auch noch unter Wasser, also kann der noch nicht so hoch sein. Da kommt er gerade hoch. Ah, das sieht sehr gut aus. In der Aufnahme wird man davon wahrscheinlich viel erkennen, aber da guckt schon die Rückenflosse aus dem Wasser. Also der Hai ist auf jeden Fall an der Angel. Und die letzten Meter werden wir den jetzt auch noch hier ausdrillen. Da hat er gar keine Chance. 6 Meter noch. Na komm, jetzt nicht abhauen hier wieder. Bleib schön bei mir. Mein Freund. Oh, das sieht sehr gut aus. Jetzt hat er langsam aufgegeben. Oder auch nicht. Schwimm nochmal weg. Also auch an dünner Schnur ist es überhaupt gar kein Problem, den zu bekommen. Also so dünn ist sie jetzt auch nicht, aber ich glaube, die trägt nur 3 Kilo oder so. 3,7. Bin mir gar nicht sicher gerade. Aber auf jeden Fall jetzt hier 3 Meter. Da kommt er nochmal an die Oberfläche. Ah, schön. Sehr schöner Kampf hier mit dem Lachs. Aber die letzten Meter will er tatsächlich nicht. Na komm, mein Freund, jetzt ergib dich doch endlich. Drei Meter immer noch, 4 Meter. Und da haben wir gelandet. Und das ist er tatsächlich. Königslachs Introfinger zu 15,2 Kilo sogar. Ich glaube, der ist gar nicht mal so klein. 15,2. Oh, wenn das nicht sogar mein Personal Best ist. Schöner Fisch auf jeden Fall, würde ich sagen. Hat sich das doch noch gelohnt, das Warten bis zum bitteren Ende. Und der letzte Wurf brachte zum Glück den Erfolg. 1,6 Meter, 687 Erfahrungspunkte. Packen wir natürlich ein. Gucken, was der an Geld bringt. Geld, Geld. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. 153 Dollar immerhin. Kann ich mal kurz gucken, ob das tatsächlich mein Personal Best war. Tatsächlich, 15,2 Kilo. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt so werden an Gewicht. 16,7 sogar, also da sind wir noch sogar einen Kleinlachs erwischt. Aber für mich auf jeden Fall der größte bis jetzt. Also, Lachs klappt auf jeden Fall. Das können wir festhalten. Trophäenlachs haben wir gesehen. Wie gesagt, mit dem Crankbait könnt ihr es auch versuchen. Einfach hier hinten hinwerfen. Ich glaube, mit dem Crankbait könnt ihr es auch noch ein bisschen weiter werfen. Ich kann das mal kurz testen. Zumindest die Markierung einmal sehen. Ja, gut, so weit müsst ihr nicht ganz werfen. Aber wenn ihr hier so hinwerft und dann schön auf Stufe 2 mit Stop and Go immer zur Oberfläche aufploppen lassen, dann werdet ihr da auch die Bissel bekommen. Dummer hatte mir geschrieben, er kuppelt auf Stufe 2 ein. Bis zu, boah, lass mich nicht lügen, 10 Meter. Ich glaube, es waren 10 Meter. Und dann macht das mit Stop and Go. Probiert es aus, was für euch am besten läuft. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man von denen ein paar Nachläufer, aber ansonsten fängt man halt nur die Fische, die in diesem Bereich hier stehen. Und ihr verschenkt halt denen da hinten, wo dann die Trophäen stehen. Aber hat auf jeden Fall geschrieben, dass man Trophäen damit auffangen kann. Ich persönlich habe es noch nicht versucht, aber ihr könnt das natürlich gerne machen. Pose klappt auf jeden Fall, wie wir gesehen haben. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend an der Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ihr Bock habt. Gerne in die Kommentare, wie gesagt, was ihr sehen wollt. Und dann schauen wir uns das auch alles an. Also ich sag Petri heil und bis zum nächsten Mal.